Hallo meine Lieben, ein Astronaut wird innerhalb eines geheimen Programms in den Erdorbit gebracht. Nach wenigen Tagen kommt er vom Kurs ab. Schließlich verstummt der Funk. Er wird von der NASA als verloren abgeschrieben. Seine wahre Mission vertuscht. 30 Jahre später taucht sein Raumschiff wieder auf. Eine Rettungsmission wird gestartet. Was sie in der kleinen alten Kapsel entdecken, ist ihnen ein Rätsel. Den vollständigen Bericht, der über den außergewöhnlichsten Fall der Raumfahrt erzählen soll, hört ihr jetzt nach dem Intro. John Smith, geboren im Jahr 1941. Der Name klingt, als könne er jedem Amerikaner gehören. Und doch steht dieser für einen Mann, der das größte Geheimnis der NASA verkörpern soll. Ein bisher unbekannter Astronaut in einem geheimen Programm der amerikanischen Weltraumbehörde. In den 1970ern spurlos verschwunden und 30 Jahre später plötzlich wieder aufgetaucht. Und diese lange Zeit im All soll alles andere als spurlos an ihm vorbeigegangen sein. Smith war ein Kind harter Militärjahre, hineingeboren in eine Zeit, als der Zweite Weltkrieg auf dem Höhepunkt war. Etliche kriegerische Auseinandersetzungen standen den USA noch bevor. Und dennoch träumte Smith schon in frühester Kindheit davon, Pilot zu werden. So wie er es im TV und im Kino sah, in denen die Air Force glorifiziert worden ist. Dieser Traum ließ sich zu dieser Zeit recht einfach verwirklichen. Nach der Schule besuchte der zielstrebige und fleißige Smith 1960 die Militärschule der US-Luftwaffe. Diese schloss er dann auch erfolgreich ab. Der erste Schritt zu seinem großen Traum war getan: als junger Pilot sein Land verteidigen. Für Smith sollte sich dieser Wunsch nur allzu schnell erfüllen. Mit der Beendigung der Militärschule folgte die harte Realität. Um die Zeit seines Abschlusses tobte der Krieg in Vietnam. Nun war auch er an der Reihe, seine erlernte Kampffähigkeit unter Beweis zu stellen. Der junge Pilot wurde nach Vietnam geschickt. Lange blieb er dort allerdings nicht. Zwar soll ihm gar eine Dienstmedaille verliehen worden sein. Allerdings bekam diese jeder Soldat, der mindestens 30 Tage im Küstenstaat für die USA kämpfte. Smiths Weg sollte ihn in Richtung der Sterne führen. Nach mehr als 10 Jahren für die US Air Force und über 9000 Flugstunden beschloss Smith, sich um die Aufnahme in die Astronautengruppe der NASA zu bewerben. Schnell wurde er in diesen auserwählten Kreis der Astronauten aufgenommen. Er schlug sich hervorragend gegenüber seinen Mitbewerbern und machte schnell den Schritt zum anerkannten Mitglied der NASA. Und so sei er auch zügig mit einer ganz besonderen Mission betraut worden. Er wurde zu dem, was wir als Weltraumaufräumer bezeichnen würden: ein kosmischer Schrottsammler. Der Kern seiner Tätigkeit bestand darin, den erdnahen Weltraum von den vielen Fragmenten der Trägerraketen und ausgemusterten Satelliten zu befreien. Und selbst in der kurzen Aktivität der menschlichen Raumfahrt hatte sich da schon so einiges angesammelt. Doch was dem Astronauten John Smith noch bevorstehen sollte, ist kaum mit dem menschlichen Geist zu erfassen. Eine jahrzehntelange Reise durch die Tiefen des Alls und seine schlussendliche Rückkehr. Mitte der 1970er Jahre. Nach dem Ende der Apollo-Flüge zum Mond widmeten sich die USA wieder ihrem Anti-Satelliten-Programm zu. Es war dazu gedacht, mögliche Spionagesatelliten feindlicher Nationen zu überwachen und zu zerstören. Gestartet wurde dies schon 1962 mit der Schaffung des 505-Programms. Dieses Programm wurde Teil des späteren Programms 437. Dem Nachfolger. Nike Zeus-Raketen wurden schließlich durch PGM-17 TORs ersetzt. Auf diese Weise könnten Satelliten im erdnahen Orbit abgefangen werden. Der Plan war es, in naher Zukunft im erdnahen Weltraum einen ganzen Komplex von Raumfahrzeugen zu stationieren.
Getarnt als Satelliten sollten in Wirklichkeit einzelne Astronauten auf diesem beengten Raum den Orbit der Erde durchlaufen. Dazu gedacht, um ballistische Raketen und Sprengköpfe eines potenziellen Feindes aufzuspüren und zu zerstören. Ein streng geheimes Netzwerk, das den USA ihre Vormachtstellung im All garantieren sollte. Astronaut John Smith und seine Kollegen seien in dieser Zeit dazu verpflichtet worden, sich mit dem Programm vertraut zu machen. Im Oktober 1973 soll John Smith ebenfalls an Bord eines solchen, als Satelliten getarnten Raumschiffs gegangen sein, ins All geschickt, um unentdeckt die streng geheimen Pläne seiner Regierung durchzuführen. Doch lief es für den Astronauten alles andere als geplant. Die ersten 3 Tage verlief der Flug normal. Doch dann versagten auf einmal Teile des Systems, die zum Manövrieren und zur Orientierung seines Raumschiffs. Er driftete mit seinem getarnten Satelliten immer mehr in Richtung des Strahlungsgürtels. Unaufhaltbar trat der Pilot in den sogenannten Van Allen-Gürtel ein. Dieser sei dafür bekannt, dass er sich nicht nur auf den menschlichen Körper negativ auswirkt, sondern auch auf die Technik an Bord. Die NASA habe versucht, den Astronauten aus seiner misslichen Lage zu retten. Eine weitere Rakete sollte ihm zur Rettung kommen. Die Funkverbindung zu Smith sei immer wieder unterbrochen worden. Seltsame Geräusche überlagerten die Verbindung zwischen dem Astronauten im All und der Bodenstation. Spezialisten, die die Aufzeichnung später analysierten, sollten zu dem Schluss kommen, dass die Quelle dieser Geräusche irgendwo in der Nähe des Raumschiffs sei, aber es käme nicht von dem getarnten Satelliten selbst. Schließlich verstummte der Funk zwischen Smith und der NASA. Etliche Versuche des Kontakts scheiterten. Die Bestimmung der Position des Astronauten war unmöglich und so sei auch die Rettungsmission schnell wieder verworfen worden. Noch Tage später befanden sich die involvierten NASA-Mitarbeiter in einem Schockzustand. Wie konnte das passieren? Warum ging ihr Kollege im All verloren? Durch die Öffentlichkeit würde ein Schrei des Entsetzens gehen, dringe diese Nachricht nach außen. Die Regierung soll kurze Zeit später alle Mitarbeiter unter Androhung der sofortigen Entlassung strikt angewiesen haben, diese kosmische Tragödie zu vergessen. So, als habe diese nie stattgefunden. Der Start des Raumschiffs mit Smith an Bord sei in den Unterlagen einfach als misslungen vermerkt worden. Das Ableben des Astronauten sei als Folge eines Unfalls während eines Trainingsflugs erklärt worden. Mit der Zeit wuchs Gras über die Sache. Die Mitarbeiter wechselten in die verschiedensten Abteilungen der Weltraumbehörde. Niemand konnte und wollte sich nicht mehr an dieses tragische Ereignis erinnern. Ende des Jahres 2000. Ein Amateurastronom auf den Fidschi-Inseln registriert einen unbekannten kosmischen Körper. Er ist ganz nahe. In einer Umlaufbahn von 480 Kilometern Höhe schwebt er über der Erde. Sofort meldet er das ihm unbekannte Objekt der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Die Spezialisten der NASA können das Objekt ebenfalls detektieren. Eindeutig umkreist dort ein Objekt die Erde. Und es scheint so, als wäre es einer ihrer Satelliten. Doch die Werte passen nicht zu den Objekten, die ihnen aktuell bekannt sind. Eine intensive Recherche beginnt. Nach tagelangen Ermittlungen findet sich nur ein Hinweis. So unmöglich es klingt, anhand der Daten aus ihren Archiven könne man nur zu einem Schluss kommen. Bei dem unbekannten Objekt handele es sich um das einst verschollene Schiff von John Smith. Mit dem Wissen, dass selbst wenn das Schiff von Smith wäre, er sicherlich nicht mehr leben würde, funkte man es trotzdem an. Doch wie 30 Jahre zuvor blieb eine Antwort aus. Schließlich beschloss die NASA einen Versuch, das Schiff zu bergen. Anfang 2001 solle das Space Shuttle Endeavour den getarnten Satelliten einfangen und zur Erde bringen. Und so sollte es der NASA auch gelingen, diese Mission durchzuführen. Nach Ermittlung der genauen Position wurde diese mysteriöse Fracht an Bord gebracht,
fixiert und im Transportraum der Endeavour sicher zur Erde gebracht. Was die Mitarbeiter der NASA dann erlebt haben sollen, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Auf der Erde angekommen, öffnete man das kleine Raumschiff. In ihm John Smith. Keine leblosen Überreste, die über die 30 Jahre ihre Spuren hinterlassen hätten, sondern ein lebender Körper. Zwar bewusstlos, aber lebend. Die Temperatur im Inneren des Schiffes sei dabei nahe an dem absoluten Nullpunkt gelegen. Als die Temperatur dann allmählich zu steigen begann, bemerkte einer der Experten, dass der Astronaut anscheinend Lebenszeichen von sich gab. Sie riefen sofort nach ihren Medizinern. Nach und nach gelang es ihnen, den Astronauten wiederzubeleben. Spezialisten für Kryomedizin hätten sich anschließend weiter um den verschollenen Astronauten gekümmert. Infolge der weiteren Untersuchungen stellten die Ärzte Kurioses fest. Der Mann, der da vor ihnen lag, sah zwar aus wie John Smith, aber irgendwie könne er es dann doch nicht sein. Der erste Verdacht, derjenige, den sie als John Smith vermuteten, könne es nicht sein, entstand nach der Sichtung seiner damaligen medizinischen Unterlagen. Es zeigten sich seltsame und eklatante Unterschiede. So sei diesen Unterlagen zu entnehmen gewesen, dass er einen ganz besonderen medizinischen Ausnahmefall darstelle. Bei normalen Menschen liegt das Herz in der Mitte des Brustkorbs, leicht nach links verschoben. John Smith aber habe sein Herz nach rechts verschoben. Nichts, was ihn beeinträchtigt hätte, aber eine anatomische Kuriosität. Bei dem jetzigen Patienten sei eine solche Anomalie aber nicht festzustellen. Er hatte das Herz an dem Platz, an dem es üblich sei. Ein weiteres Detail waren die Anzeichen für eine Rippenfraktur. Smith hatte diese schon als Kind erlitten. Bei dem, den sie vor sich hatten, waren jedoch alle Rippen tadellos. Auch die größeren Muttermale, die bei Eintritt in die Air Force in seiner medizinischen Akte verzeichnet worden sind, fehlten dem wiederentdeckten Astronauten völlig. Nicht nur der vermeintliche John Smith selbst, sondern auch der Inhalt des Raumschiffs soll mehr als nur merkwürdige Merkmale aufgewiesen haben. So sei festgestellt worden, dass in dem persönlichen Notizbuch des Astronauten, das jeder vor dem Flug erhält, nur noch die Hälfte der 100 Blätter vorhanden war. Die 50 Seiten, die übrig geblieben waren, waren ausschließlich mit 24 seltsamen kleinen Symbolen versehen. Nach Untersuchung dieser sei festgestellt worden, dass sie weder den bekannten Hieroglyphen dieser Welt entsprechen, noch den anderen alten und neuen Zeichen auf unserer Erde. John Smith, oder die Person, die ihm so ähnlich sei, wachte schließlich aus seinem komatösen Zustand auf. Als er klar genug war, um sprechen zu können, konnte er sich an nichts erinnern. An nichts, was nach dem Abbruch des Funks passiert war. Als hätte er die 30 Jahre des Schlafs nie bewusst erlebt. Kurz nach dem Erwachen sei Smith spurlos aus der Einrichtung verschwunden. Trotz der Bemühungen verschiedener Geheimdienste, ihn wiederzufinden, war es so, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Der Vorfall sei, wie damals schon das erstmalige Verschwinden von John Smith, vertuscht worden. Die Geschichte über den vermeintlichen Astronauten John Smith klingt unmöglich. So viele Fragen drängen sich auf. Wer war dieser Mensch, wenn es denn wirklich einer war, der zurück zur Erde kam? Was ist mit dem echten John Smith passiert? Ist er durch die Zeit gereist oder durch eine andere Dimension zu uns gelangt, aus einer parallelen Welt? Kann diese Geschichte überhaupt stimmen? Wenn ja, erwarten uns im Weltraum wohl noch viel mehr ungelöste Geheimnisse, als wir uns heute vorstellen können. Was haltet ihr von diesem mysteriösen Bericht? Kann er wahr sein? Oder ist es nur eine urbane Legende, die sich über die Weiten des Internets verbreitet hat? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.